Hallo und guten Morgen. Steuern zahlen. Ja gut. Das geht ja. Wir haben es ja wie gesagt runtergesetzt, die Steuern. Und so viel haben wir jetzt auch noch nicht hier. Ja, wissen wir Steuern. Oh, schön, wie es wieder so richtig grün ist, ne? Eigentlich wollten wir auf 4 stellen. Naja, gut, machen wir nächstes Jahr. Wir müssen hier noch ein bisschen hier rummachen. Rummachen. Gut, wir laufen weiter. Die dürften hier noch alles haben. Und wir finden eventuell... Moment, sind hier irgendwie Häuser kaputt? Na gut, Werkstatt haben wir noch nichts, okay. Halt, stopp. Arbeiter... 5 von 6? Ah, Uschi hatten wir ja keine Aufgabe. Stimmt. Die wollten wir doch als Dings einsetzen. Als Fischerin. Oder in der Produktion. Also in der Schmiede. Aber Schmiede können wir noch nicht bauen, weil... wir können noch gar kein Gebäude mehr bauen. Stimmt. Wir brauchen jetzt noch ein paar Dynastiepunkte. Also wir brauchen eine Frau. Das bringt uns auch erstmal wieder Punkte. Vielleicht finden wir da jetzt eine hübsche. Die uns auch ein bisschen was an Skill bringt. Ja, sie muss hübsch und Skill haben. So stelle ich mir eine Frau vor. Hübsch und mit Skill. So, haben wir hier auch wieder was Schönes liegen? Nö. Das ist ja gemein. Gut, nehmen wir die 2 Steine mit. Da hinten haben wir was. Da hinten. Ein Stock. Hä? Ist es echt geblieben? Okay, das ist aber neu, dass das liegen bleibt. Jetzt war schon ein bisschen blöd. Und jetzt wo ich hier hinschaue, Hasenfall und so, ne? Haben wir vergessen, neu hinzusetzen. Können wir eigentlich auf der Karte gucken, wo Tierjagdgebiete sind? Okay, da könnten wir sowas sehen. Ah. Schön, schön. Also hier haben wir schon mal unsere Hütten. Ja, sieht man auch leicht. Da haben wir Hasen. Da haben wir Hasen. Dort haben wir auch Hasen. Schön. Okay, hier haben wir echt Fische. Haben wir aber keine gesehen gehabt. So, theoretisch will ich hier oben hinbauen. Hier überall Felder. Hier Wohnbereiche, hier. Hier würde ich eher auch sogar das Zentrum machen. In der Mitte einen schönen Brunnen. Hier vielleicht dann noch ein paar Händlerstände. Und dann ringsherum die ganzen Häuser. Ja, wird bestimmt gut. Okay. Gehört dahin. Und weiter. Guck mal hier, wir haben Weizen.
Was sehe ich da? Ein Rad. Nur Weizen? Wow, war ja laut. Echt? Keine Sense oder Sichel oder ein Säckchen? Langweilig. Aber gut, wir haben schon mal Weizen. Bringt uns jetzt nicht so viel. Aber wir haben schon mal etwas. Aber wenn wir das dreschen, denn in der Scheune haben wir auch Weizensamen. Ja, Hallöchen. Sigmund. Moment. Haben wir jetzt nicht eh schon voll? Ah. Wir sind voll. Ja. Das heißt, wir können uns noch eine Frau für uns suchen. Jaromira? Nö. So, wo ist er? Was sucht denn der da hinten? Hallo Unigos, lange nicht gesehen. Hallo mein Junge. Aber wirklich aus mir. Wie ist es dir gegangen? Großartig. Ich habe kürzlich Wolrad getroffen. Das freut mich. Dein Vorhaben, mehr von Johanns Vergangenheit aufzudecken, scheint recht erfolgreich zu sein. Das stimmt. Ehrlich gesagt, ist das auch der Grund, aus dem ich hier bin. Ich wollte dich nach Kestrel fragen. Oh. Also hast du von ihr gehört? Ja, Wolrad. Hat ihren Namen erwähnt, aber sonst nichts. Diese Geschichte muss jemand anderes erzählen, habe ich gesagt. Das ist nur sehr seltsam, warum er das ausgerechnet so sagt. Wirklich seltsam, Kess. Ich meine, sie, nun ja. Sie gehörte zur Meute und das war's auch schon. Du klingst gerade wie, als ich stockbesoffen versuchte, meinen Eltern weiszumachen, ich sei nüchtern. Du hast recht, entschuldige. Ich war einfach nicht auf dieses Thema vorbereitet. Sie, ihr Thema. Weißt du, Kastrell war. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Jordan, Sambo und ich, wir kamen gerade von einem unserer Einsätze zurück. Es war ein wirklich spektakulärer Raubüberfall, Plan, Kampf, Aufstand. Reinfall, kurz gesagt. Wir sahen uns dazu gezwungen, eine Abkürzung durch einen Fluss zu nehmen und verloren dabei fast all unsere Ausrüstung. Auch unsere Pferde. Tagelang irrten wir durch den Wald, bevor wir auf ein kleines Dorf schießen. Wir waren viel zu erschöpft, um es auf elegante Art zu versuchen, also entschieden wir, uns einfach ein paar neue Pferde aus dem Stall zu nehmen und etwas Geld dazulassen. Das taten wir dann auch. Wir ritten so schnell wir konnten aus dem Dorf, als wir plötzlich einen gellenden Pfiff hörten. Die Pferde hielten auf der Stelle an und rührten sich nicht mehr, als wären sie verhext. Jordan stürzte aus dem Sattel. Sambo trat mit aller Kraft die Hacken in die Flanke seines Pferdes. Aber es bewegte sich nicht einen Schritt. Und dann hörten wir ihre Stimme. Wenn ihr alle wichtigen Körperteile behalten wollt, Jungs, dann steigt ihr jetzt von meinem Pferden ab und fangt an zu rennen. Ich drehte mich um und ich sah mich der schönsten Frau gegenüber, die ich je gesehen hatte. Und dem Pfeil ihres gespannten Bogens, der genau auf mein Auge zielte. In diesem Moment kam dein Onkel wieder auf die Füße. Er war stinksauer und das ließ er sie auch lautstark wissen. Also schwenkte sie ihren Bogen ein klein wenig zur Seite und ließ den Pfeil fliegen. Sie hat auf ihn geschossen? Ohne zu zögern. Sambo und ich, wir haben uns gekrümmt vor Lachen. Was, warum? Jemand wie sie war uns noch nie zuvor begegnet. Sie war die erste und so ziemlich die einzige Person, die es je geschafft hatte, Jordan alt aussehen zu lassen. Er blutete und wir lachten. Das muss ein wirklich seltsamer Anblick gewesen sein. Sie dachte sicher, wir hätten den Verstand verloren. Ziemlich sicher. Das alles endete damit, dass wir den ganzen Tag miteinander verbrachten. Sie versorgte Jordans Wunde und Jordan sagte die ganze Zeit über kein Wort. Währenddessen flehten Sambo und ich sie geradezu an, sich uns anzuschießen.
als wir unsere Mission erklärten, etwas, das wir nie zuvor einer Fremden gegenüber getan hatten, stimmte sie zu, ohne Zögern. Diese Frau hatte einfach kein Quäntchen Furcht in sich. Das mutigste Wesen, das es je gegeben hat. Ihre einzige Bedingung war, dass wir alle Pferde mitnehmen. Diese Tiere waren ihre Familie, sie hatte niemanden sonst. Und Familie lässt man nicht so einfach zurück. Es waren 5. Manche würden es Zufall nennen, andere Schicksal. Das 5. Pferd war für Wolrad, nicht wahr? In der Tat, sein Name war Klette, ein Name, der nicht besser zu seinen zukünftigen Besitzer hätte passen können. Klette fungierte für beinahe ein Jahr als unser Packpferd, bevor er einen Reiter fand. Die beiden wurden unzertrennlich, das kann ich dir sagen. Aber zurück zu Kestrel. Jordan mochte sie am Anfang nicht besonders. Es muss das einzige Mal gewesen sein, dass ich ihn je so verunsichert gesehen habe. Bei anderen Frauen genügte ein Blick und er hatte sie in seinem Bann geschlagen. Doch bei ihr gelang ihm das nicht und das nahm er ihr übel. Zumindest für eine Weile. Denn bald ergab das eine das andere. Die Sonne geht immer im Osten auf und im Westen unter. Daran führt kein Weg vorbei. So war es auch mit Jordan. Er bekam immer das, was er wollte. Und was er wollte, das war bewundert zu werden und begehrt. Er ist nicht so, als hätte sie je wirklich eine Wahl gehabt. Sie waren ein Paar? Kestrel und Jordan? Eure Tiere gehen auf den Sack. Nun, es begann alles als eine flüchtige Liebschaft. Aber beginnt die Liebe so nicht oft? Schon bald waren sie unzertrennlich. Hätte ich Jordan nicht so gut gekannt, ich hätte geglaubt, dass sie ihn veränderte. Aber er veränderte sich nicht, konnte es nicht. Er amüsierte sich nur mit seinem neuesten Spiel. Einer Liebesbeziehung. Selbst Sambor wurde das irgendwann klar. Alle wussten es, außer Kisrael. Jordan wurde dieses Spiel so bald müde wie alle anderen. Also kehrte er wieder dazu zurück, alle möglichen anderen Frauen zu verführen und Spaß mit ihnen zu haben. Mit dem Unterschied, dass das Ganze für ihn nun den zusätzlichen Reiz der Herausforderung hatte, es vor Kestrel geheim zu halten. Es tat weh, das mit anzusehen, wirklich weh. Besonders, weil ich sie beide so sehr liebte. Du liebtest sie wie deine Familie. Lass sie mir, ich liebte Kestrel von dem ersten Moment an, indem sie ihren Pfeil auf mich richtete. Das hat nie aufgehört, aber ich bin schon immer schüchtern gewesen und mein Leben in Jordans Schatten hatte das nur noch schlimmer gemacht. Also behielt ich es für mich, jahrelang, bis ich es nicht mehr tat. Wie meinst du das? Wir begannen uns heimlich zu sehen, also habt ihr Jordan betrogen. Nichts ist jemals einfach schwarz und weiß, lieber Rasimir. Das wirst du lernen, wenn du älter wirst. Wir bewegen uns alle innerhalb unendlich vieler verschiedenen Graustufen, aber ja. Es lässt sich nicht leugnen. Ich hasste mich selbst dafür. Und ich hasste ihn, weil er die Liebe meines Lebens verletzte. Dafür, dass ich sie anlog, um meine schmutzigen Geheimnisse zu bewahren. Während ich mein eigenes hütete. Es war erschöpfend, wenn ich ehrlich bin. Doch ich konnte nicht aufhören, konnte sie nicht verlieren. Und sie konnte nicht damit aufhören, ihn ebenfalls zu lieben. Ich verurteile dich nicht, Unigost. Es klingt unerträglich. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Alles ging bergab, als ich schwanger wurde. Ich konnte weder essen noch schlafen. Zog mich mehr und mehr von ihr zurück. Das Nichtwissen brachte mich fast um den Verstand. War Jordan der Vater? Lag ich bei einer Frau, die das Kind eines anderen trug? Oder war es vielleicht das meine? Und ich würde es nicht großziehen, stattdessen als ein Onkel bei ihm leben. Eine Lüge leben wie ein Feigling. Die finstersten Gedanken gingen mir in diesem Moment durch den Kopf. Ich gebe mir noch immer die Schuld deshalb. Habe ich mir etwa insgeheim sogar gewünscht, dass was passiert. Das Kind kam tot zur Welt. An jedem Tag wollte ich mit ihm sterben. Doch gleichzeitig fühlte ich mich erleichtert. Was für ein Mensch fühlt sich zu so etwas erleichtert? Als Jordan den Raum verließ, wollte ich die Augen des Kindes sehen. Ich wollte sicher gehen, endlich wissen, was ich fühlen sollte. Aber sie ließ mich nicht. Jordan und ich trauerten gemeinsam, tranken und weinten die ganze Nacht. Gemeinsam.
Ich tat, als hätte ich lediglich Mitgefühl, das Mitgefühl eines Bruders. Dabei war ich nichts als ein Dreckskerl, der einen ganz eigenen Grund zur Trauer hatte. Der winzige Körper des Kindes wurde am Morgen verbrannt. Danach konnte ich nicht zu Kestrel zurückkehren. Und Jordan konnte es ebenfalls nicht. So verlor sie drei Männer an diesem Tag. Alle verzehrt von den Flammen, als Rauch und Asche zerstreut vom Wind. Unikos, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, was du alles durchgemacht hast, was ihr alle durchgemacht habt. Es gibt nichts, das dir leid tun müsste, mein Junge. Ich habe von Anfang an versucht, es klar zu machen. Beneide nicht das Leben, das wir geführt haben. Wir haben versucht, etwas wirklich Gutes zu tun, etwas zu verändern. Doch wir waren keine Helden. Wir zahlen noch immer den Preis dafür. Ich muss sie sehen, Unigos. Du hast gesagt, dass es euch alle in dieses Tal verschlagen hat. Ich weiß nicht, wo sie lebt. Sie wollte nicht gefunden werden, nicht von mir, also habe ich nie gesucht. Allerdings bin ich recht sicher, dass Sambo es weiß. Du kannst es bei ihm versuchen. Das werde ich. Lass sie mir. Wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich... Nein, nichts. Gib auf dich Acht. Okay, nur 10 Zielpunkte. Alter, diese Viecher. Ja. Bleib doch mal locker. Na, ja, nee, haben wir auch nichts. Wie heißt die? Skabimira. Wer bist du? Dobromir. War das. Warst du nicht so ein kleiner Bengel? Nee, das war Dalibor. Okay. Gut, dann gehen wir mal rüber. Vielleicht haben wir da auch ein paar neue Einwohner. So eine geschmeidige junge Dame wäre mir sehr beliebt. Schön wäre es, wenn wir auch mal einen Brücken bauen könnten. Vielleicht kommt das ja noch. Oder vielleicht können wir das sogar bald. Wer weiß. Letzter Stand war, dass wir es nicht machen konnten. Zumindest nicht so. Das zeige ich euch auch noch, wie man halt sowas machen kann. Das ist halt ein bisschen mit dekorieren. Das können wir. Nale? Ja, ich bin ein hotter Typ, ne? Ja. Okay, zwei Damen. Ja, nee, die würde ich irgendwie nicht so. Und du? Oh, Gewinnung ist die gut. Ah, das war die 31-Jährige. See you soon. Nee. Ja, und ihn kann ich auch nicht, weil ich, ja. Och, Menü. Wir warten einfach noch, bis wir ein bisschen älter sind. Vielleicht finden wir denn noch eine geeignete. Nee, halt, stopp. Halt, was haben wir da? Achso, ein Fuchs. Noch ein Fuchs. Ja. Wir sind schon ziemlich nah. Ja, haben wir jetzt hier in so einen umgekippten Wagen? Nö.
Schade. Ja, schon wieder ein Luchs. Also. Was ist da? Nichts, okay. Ein Knurren gehört. Entschuldigung. Ihr wollt mich angreifen, ich hab's genau gesehen. Es ist nichts passiert. Jo, Sambo, altes Haus, was geht? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich in Frieden lassen sollst? Sambo, ich muss wissen, wo ich Castrell finde. Verstehe. Und du willst es sofort wissen? Genau. Weil die Gelegenheit wichtig ist und nicht warten kann? Genau. Wunderbar, dann habe ich ja ein gutes Druckmittel. Oh. Ich will, dass du etwas für mich erledigst. Ach komm schon. Du willst mich wirklich so ausnutzen? Ganz genau. Ah, was muss ich daran werden? Du musst ein paar Dinge für mich besorgen, die da sind. Rote Beete, Zwiebeln, Kohl und Karotten. Das meinst du doch wohl nicht ernst. Du willst, dass ich für dich einkaufen gehe? Gerade jetzt, wo es spannend wird? Ich werde ehrlich zu dir sein, Junge. Es ist mir egal. Bring mir mein Essen und du bekommst deine wertvolle Information. Sowas kann doch nur von einem schlechten Erzähler kommen. Gib nichts, das du dagegen tun kannst. Wer soll das witzig sein? Oder besonders schlau? Zynisch? Oder was auch immer? Gibt es denn keinen anderen Weg, bekomme ich gar keine Wahlmöglichkeiten? Ich würde sagen, nur wie du das Gemüse bekommst, ist dir überlassen. Das ist einfach faul. Hör auf zu pellen und hol Hündchen. Oh, wie ich das hasse. Uff, 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 uff. Des Willens? Von allem 20, ich glaub's ja wohl. Komm, wir gehen. Dich hab ich gesehen. So, und dann gehen wir uns Dünger holen. Scheiße, das wird teuer. Das wird bestimmt teuer. Leder, Messer, Pelz. Und das war's. Okay. Was haben wir jetzt eigentlich an Fleisch? Oh, Fähigkeiten. Stimmt, Jagen. Aber wir haben ja schon was gemacht. Okay. Aufspielen von Tieren. Ja, auf jeden Fall. Das Fallenlimit. Das auf jeden Fall. So, wie viel Fleisch hatten wir jetzt? 12. Okay, Schweinchen sehe ich jetzt gerade nicht.
Schade. Ja, vielleicht sehen wir gleich den Dreh. Ja, die will ich nicht tun, bevor ich. Psst, ganz ruhig. Ah, ganz ruhig, ganz ruhig. Es ist gleich vorbei. Siehst du? War nicht so schlimm. Fleisch, das ist schon geil. Ja, wir bleiben mal wieder auf dem Weg. Ja, hier und da finden wir mit Sicherheit was. Hallo, Hirsch. Dün, 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 dün. Hey, wo ist der Fall? Du bist doch noch. Okay, vielleicht liegt er drauf. Ein Hirschschädel. Okay. Gehen scheinbar schnell kaputt. Mann, das wird doch ein Weg. Oh, Entschuldigung. Das ist echt merkwürdig mit diesem Mute. Manchmal geht's, manchmal nicht. Es ging gerade, ging es schon wieder. Okay. Sah aus wie so ein kleines Lager, war aber wahrscheinlich kein. Ah, guck mal, es wird schon wieder dunkel. Hier nochmal kurz ran und gucken. Ja, wir wollten Dünger kaufen, ne? Be welcome, stranger. Whatever you need, I've got it. Da haben wir Dung. Nee, daraus machen wir Dünger. Okay. Ja, tschüss. Goodbye. Ja, tschüss. Zwietun. Nö. Auch nö.
Okay, vielleicht zwei Questaufgaben hier. Greetings, Stranger. Ah, die brauchen das helfen. Ich will meine Felder zu erweitern, aber an der Stelle stehen viele Bäume. Könntest du ein paar davon. Dort, kann ich machen. Der will nicht mit mir sprechen, okay. Oh, was soll ich denn jetzt hier weghauen? Ach ja, Steuern zahlen, genau. 10 Stück. Das ist in Ordnung. Ja. So viel Quest stehen die ja zum Glück auf. Müssen wir das nicht extra schlafen. Okay, 4 haben wir gekriegt. Das nicht. Ihr wisst, was das heißt. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ein Elch hatten wir noch nicht. Okay, der braucht 2 Pfeile. Oh. Oh, im Hintern hat es gereicht. Ah, okay. Entschuldigung, ihr seht das nicht viel. Okay, wir haben keinen Schädel bekommen. Na gut, egal. Oh, hier ist noch einer. Nein. Drei haben wir schon. Jo. Wir klatschen überall weg. Hälfte haben wir. Und wir haben jetzt das große Haus. Für den Kunde könnten wir die auch bauen, für unsere Dorfbewohner. Mischen wir aber nicht. Ich würde wieder das große Haus für mich haben. Ja, so quasi als, ja, wir sind halt Chefs. Wie gesagt, die Dorfbewohner brauchen wir nicht, die sind auch so gut happy. Es muss nicht das alles größte Haus sein. Vielleicht werten wir irgendwann mal auf ein ganz großes. Nur falls es geht. Na, können wir ja mit unserem Haus mal testen, ob das aufwerten geht. Wir können Hühner haben. Das ist natürlich geil.
Alles ist jetzt gleich fertig gewesen, oder? Diplomatie. Also, da setzen wir noch einen rein. Und bessere Verkaufspreise. Also eine Empathie. Offenlegung der NPC-Persönlichkeiten bei Unterhaltung. So. Oh, da haben wir auch wieder was. Trance des Bergbau, ne? Guck mal das hier. Von Holz werden wir jetzt schon etwas öfters hacken. Ja, gut, wir haben nur die eine, die hat ja keinen Dung. Dann gehen wir doch erstmal zu mir. Also zu uns. Und dann gehen wir wieder nach Dingsen, Unigost. Beziehungsweise in die Nähe. Und holen uns da Dünger. Weil das schon ein bisschen nötig. Damit wir das Feld endlich mal fertig kriegen. Und Zeug anpflanzen können. Und ich glaube, wir brauchen 36 oder so. Okay, ich weiß das gar nicht mehr. Ne, 56 brauchen wir, ne? Das ist natürlich schon eine beachtliche Anzahl. Hände waschen, Entschuldigung, wird dunkel. Ab ins Bett. Ah, guten Morgen. Wieso bin ich immer noch dreckig? Habe ich doch so schnell losgelassen? Okay. Dahin. Oh, 82 Fleisch. Das ist doch gut. Los, macht eure Arbeit. Ja, Zunahme in der Frau, bla bla bla. Ja, hier haben wir wieder Schönes. Tagebuch. Ich meine, wir könnten uns den ganzen Scheiß wirklich kaufen, aber was soll's. Jahre bis die Quest. Ja, Jahre. 17 Jahre. Ja. So, das fehlt jetzt gar nicht. Auch gut. Ja, das ist ein bisschen ja gut. Steuern zahlen wir ja jetzt. Scheiße, schon wieder die Hasenfalle vergessen, Mann. Na gut, also wirklich brauchen tun wir es ja auch nicht. Weil jagen können wir ja so, ruckzuck. Wir sehen, machen wir ja genug Fleisch.
Das wird schon groß, unser Dorf. Ich hoffe sehr. Ja. Halt, stopp! Ah, ja, ich bin hier, um Steuern zu zahlen. Ja. Hey, keine Reparation? Was soll denn das? So, halt hier. Du bist Getreidetyp? Nee, du. Hey, old friend. My wares never disappoint. Dünger. Ja, machen wir mal 80. Ja, Karottensamen. Oh, Moment, haben wir das hier? Nee, da haben wir keine Samen. Hier bestimmt. Nö. Okay, da. Korn, rote Beete, okay. Ja, machen wir mal von jeder, ja, von allen 10. So, Karotten 10. So, rote Beete haben wir schon 3, das heißt, wir brauchen nur 7. So, hiervon auch noch 10. Flachs auch sowieso. Wie viel haben wir jetzt überhaupt noch? Machen wir 20. Weil damit machen wir Geld. Rote Beete brauchen wir 7. Weizenkorn machen wir 10. 9. Okay, passt. Davon 10. Okay. Haben wir. Haferkorn. Davon auch mit 10. Okay. Ja, so Säckchen Zeugs dürfte ich eigentlich genug haben, oder? Wo waren die denn eigentlich? Hier. Da haben wir ein Säckchen und da haben wir 2. Okay, passt. See you soon. Danke, tschüss. Wieso haben wir 10 Zwiebeln? Ich habe doch Samen gekauft. Kohlsamen? Sag mir jetzt nicht, ich habe wirklich. Ich bin voll Idiot, ey. It's nice to meet you. It was nice seeing you. How can I help? Whatever you need. Mm-hmm. I've got it. Das reicht für Zwiebeln wahrscheinlich nicht mehr. Ja, wir sind 5. So, nur eine Pleite. Aber. Ah, okay, die bringen gar nichts. Bierflaschen. Ja, komm, weg. Weg. Ja, Bretter bringen uns auch nicht viel. Federn behalten wir auch. Ja, nee, das behalten wir auf jeden Fall noch. Pelze auch. Salz behalten wir auch. Das auch. So, was haben wir am Essen? Na gut, Essen sollten wir wirklich behalten.
Nee. Whatever you need, I've got it. Okay, also Kohlsamen haben wir, Leinsamen haben wir, das passt. Roggenkorn haben wir, rote Beete Samen. Samen. Wo sind die Zwiebelsamen? Sag mir bitte nicht, ich habe schon wieder Zwiebeln gekauft. Rote Zwiebeln haben wir jetzt. Dann haben wir rote Beete. Dann haben wir Kohl und Karotten. See you soon. Ja, okay. Oh, okay, das reicht. Alter Schwede. Ist wohl ein bisschen zu spät für sowas alles. Auf mal automatisch. Ich hab Durst. So. Und laufen wir hier links mal lang. Vielleicht finden wir ja was. Schön hier, ne? Also ich mag das. Ja, ja. Der Bengel braucht echt mehr Ausdauer. Da sind wir hier und haben nichts an der Küste hier gefunden. Küste? Ufer. Ist doch gut. Was haben wir hier noch viel gehabt? Vier haben wir nichts. Aber wirklich nicht. Okay. Dann hier nochmal. Ah ja, haben wir ja kaputt gemacht. Das heißt hier. Nummer 3. Hier müssen wir wirklich anfangen mit der Scheune und so weiter. Damit wir hier im großen Stil mal bauen können. Und dafür brauchen wir auch wieder mehr Häuser. Aber schön, dass alles nicht so schön gerade ist, ne? Das mache ich auch. Ja, theoretisch. Du bist doof. So. 5. Haben wir. Nicey, nicey. Also. Gut, da haben wir unser erstes Feld. Jetzt nicht das größte genommen. Aber wir haben ein Feld. So, dann machen wir 4. Und Feld. Dünger. Igetiert. Das haben sie aber auch jetzt umdesignt. Das sah auch mal anders aus. Ich hoffe, wenn ihr alle meinen Desktop-Hintergrund gesehen habt, was ihr mitunter hier und da schon gesehen habt,
Das ist übrigens auch von wie ein Spiel. Von meinem Safecam sogar. Und gucken wir gleich mal, was wir jetzt im Frühjahr ernten können, sehen. Wieso geht da eigentlich die Tasche kaputt? Ich meine, ich fasse da nur rein. Wahrscheinlich ein sehr starker Dünger. Hey. Okay, doch ein bisschen mehr geholt, als wir brauchten. Aber gut. Mich reicht das auch alles. Und wie haben wir jetzt? Ja, wir ziehen es direkt nochmal. Ja. Okay, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und 6, okay. Das würde ich eher so lang machen. Hätte ich nochmal zählen sollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja gut, einer weniger ist jetzt aber auch nicht so schlimm. So, trinken es alle, ja? Ja, mal hin, komm. Ja, komm. Wir gehen erstmal trinken, fertig machen. Natürlich ist das leer. Die ersten sieht aber auch nicht mehr so gut aus. Sich Bretter, naja. Holzschimmel sieht ja schon besser aus. Ach, guck mal, jetzt ist der Eimer nicht mehr geklaut. Hä? Hab ich dann keinen Trick gefunden? Doch irgendwo eine Trinkflasche. Da. So. Dann zack, zack, zack.
Jetzt haben die wieder. Damit haben wir erstmal ein bisschen unsere Ruhe. Dann können wir in Ruhe das Feld hier fertig machen. Und die ersten Sachen drin haben. Was echt gut ist. Ja. So, haben wir. Jetzt bin ich gespannt. Verdünger. So, Weizenkorn, Herbst und Sommer. Ach so. Können wir jetzt machen, okay. Dann können wir es im Herbst sehen. Ernten. Finde ich gut. Ich hoffe, der wechselt gleich auf die nächste. So, dann haben wir Hafer haben wir 12. Roggen können wir noch nicht. Leinen machen wir noch nicht. Okay. War klar. Ja. Karotten war das jetzt, ne? Ja, Karotte. Ja, ich bin schmutzig. Mir egal. So ist das nun mal auf dem Feld, da wird man schmutzig bei harter Arbeit. So, Karotten haben wir. Cool, wir können jetzt alles hier pflanzen, das ist gut. Brauchen wir jetzt noch Zwiebeln? Ah ja, und rote Beete. Okay, Flachs können wir noch nicht. Oder wir machen für Flachs noch ein extra Feld. Das heißt, wir können aber Sambo erst Dings fertig machen. Im Herbst. Ah ne, Flachs können wir. Ich denke mal, damit dürfte keiner ein Problem haben. Ich meine, eigentlich brauchen wir ihn auch nicht. So viele Dörfer gibt es da hier auch nicht. Irgendwo werden wir Kestre ja schon finden. Oder müssten wir. So, das haben wir alles. Jo. Ja, im Mond, nö. Aber wir kriegen hier bei den Leinensamen, also beziehungsweise von Flachs, das kommt nämlich daraus, mehr Samen, als wir einpflanzen. Das heißt, wir haben einen Samenüberschuss. Ja, Männer, das ist nicht das, was ihr kennt, das ist was anderes. Und ja, damit machen wir einen riesen Gewinn, weil die Dinger echt scheiße teuer sind. Gut. Wie sieht es eigentlich jetzt schon mit Dings aus? Ja, immer noch 10. Ab 1000 kriegen wir wahrscheinlich erst. So, hier haben wir
Dorfpfeife. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Gewissenhafter Landwirt. Erfahrener Reiter. Erntehelfer? Ja, klingt auch nicht schlecht. Ja, Pferd wird wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauern. So. Auch schon wieder eine Stunde drüber. Wir wollten doch was testen. Ob wir upgraden können. Ne. Na gut, ist natürlich auch ein extremer Unterschied, ne? Da. Ja, wenn wir jetzt hier gucken. Da ist das andere Haus. Ist natürlich auch schon etwas anders. Ach so, kann man es auch drehen. Ah, okay. Aber wir können da ja nichts machen. Was wir aber definitiv nur machen ist, Bretter rausnehmen. Denn wir haben hier nicht unendlich viel Platz. So, Holzstämme 87. Nehmen wir mal 61 raus. So. Gut, dann gehen wir auch gleich ein bisschen braten noch. Und dann ist aber auch wirklich Feierabend. Ja. Oh. Gut, wahrscheinlich mache ich das eher offscreen. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben schon wieder eine Stunde geschafft. Geht echt ruckzuck. Und so viel haben wir gar nicht gemacht. Aber gut, dann werden wir wahrscheinlich öfters jetzt diese 100 Stunden Folgen wieder machen. So viel dazu. Ich wollte noch kleinere Folgen machen. Naja. Aber nichtsdestotrotz, ich werde mich jetzt hinhauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Oder später. Wenn ihr schaut, habt ihr auf jeden Fall noch einige Stunden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ein Abo würde mir auch sehr gefallen. Dann mögen wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.